weiter geht's. Ich habe es nochmal alle geheilt und bin nochmal hier. Außerdem habe ich Lilly ein bisschen neu ausgerüstet. Sie hat jetzt neue Sachen. Ein Eisenschild und auch Ultramarinenfäustlinge, damit sie halt... Sie darf nämlich auf keinen Fall sterben, denn sie ist unsere Heilerin. So, was fällt euch ein? Das hier ist mein Privatstrand. Die könnt ihr euch nicht einfach rumdingsen. Wohl nicht ganz bei Trost, was? Ja, wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr euch so ein bisschen einfach ansprechen. Okay. Hi, ich habe leider keinen Pokéball dabei. Okay, unser Gegner. What's up? Leviathan. Okay. Leviathan, du kannst übrigens in der Luft schweben. Das Erste, was wir machen werden, ist ihn vielleicht, ist Base aufzupumpen. Zauber, ja, du könntest eigentlich mal, was ist denn so deine Fähigkeiten? Das machst du eh nicht. Dann machst du einfach mal ein Gan auf ihn. Du machst einfach mal ein Multibeständigungs auf alle und du machst... Ja, deine Konzentration steigern. So, 5. 5 ist schon mal richtig gut. Okay, supi. Flinkheit wird sich auch schon mal erhöhen, das ist auch richtig gut. So, machen wir das nochmal ein bisschen so feierbar so an. Baso kriegt es 20. Gehen, wird nicht davon betroffen, das war mir klar. Lieber, er greift an und macht 33 Schaden. Okay, gut. Du machst noch einmal ganz kurz ein Aufputscher auf Baso. Du machst schon mal ein Heilen. Heilst schon mal Ness. Du machst ein Zauber Schwächung. Und du wirst dich noch einmal selbst konzentrieren. Okay. So, auf 50. Das ist doch schon mal gut. Schwächung. Nimmt ein wenig ab. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir greifen nicht sofort an, sondern machen hier... Höchste Konzentrationslevel, okay. Heilung, das ist schon mal 33, das ist gut. Er greift an und macht... Warum immer auf Ness, Alter? Willst du mich verarschen? So, Ness, du greifst jetzt einfach mal normal an. Und so guck, wie viel Schaden du machst. Guckst mal ganz kurz. Du machst einmal noch eine Schwächung. Nein! Ich meinte eigentlich eine Schwächung. Und du machst deinen richtig geilen Propeller. So, Propeller. Und macht sehr viel Schaden. Wow! Das ist echt krass. Das ist richtig, richtig krass. Okay. Du machst 28 Schaden. Das sollten wir eigentlich mal... Abwehrkraft sinkt ins Bodenlose. Okay, das klingt gut. So, wir sollten eigentlich nochmal so weitermachen, dass wir mit dir Basen nochmal aufputschen. Du machst heilen auf Ness. Du machst einfach mal... was kannst du nicht mehr machen? Mach mal einen Knack, ich weiß nicht, wie das bringt. Und du machst konzentrieren. Ja, mal gucken, ob das viel bringt. Weil eigentlich ist es richtig geil, wenn Base dann richtig viel macht. Also so richtig viel Schaden. Das ist voll geil. Und 51 Schaden macht das. Okay, geht. Geht schon klar. Also ich finde Bosskämpfe richtig geil, weil man da wirklich überlegen muss und so. Das gefällt mir richtig gut immer. So, diesmal wollen wir nicht. Okay. Fuck you. Du machst noch einmal Aufputscher. Du machst heilen, aber auf wen? Heilen auf, kannst du nicht auf mehrere heilen? Mach mal auf, Whisket. Du machst einfach einen Zauber. Knack nochmal. Dann geht deine MP so weit runter. Ach egal, du machst noch einmal konzentrieren, dann greifen wir gleich nochmal an. Weiter und weiter und auf 50 und yay und knack und du wirst sterben, das weißt du hoffentlich. Ich verstehe die Geschichte nicht so ganz mit Leviathan, aber das wird schon irgendwie... Das werden wir schon bald irgendwie verstehen, hoffe ich doch. So, greift an. So, wen greifst du an? Du greifst aber Lilian an. Lilian darfst du schon mal nicht angreifen, mal lieber. Das ist nämlich echt verboten. Was können wir denn machen? Das ist ja kein Drache, ne? Wir können ihn zum Lachen bringen. Vielleicht würde er ja lachen. Und noch mal bitte eine Mittelheilung auf dich selber. Das muss nämlich... Du musst auf jeden Fall leben. Und du machst einfach mal einen Knirsch. Und du, mein Lieber, du machst mal wieder hier einen Propeller. Ja, Propeller ist immer gut, weil er dann öfter angreift. Ja, das klingt gut. Mittelheilung auf dich selber, bam, bitch. Komm schon, lachen. Ist nicht amüsiert. Oh Mann, warum nicht? Bist ja blöd. 30 Schaden, ich glaube, damit können wir weitermachen. Nein, hör doch mal auf damit. Wir müssen jetzt auf jeden Fall den guten Baso killen. Mach mal bitte ein Heilung auf Baso. Du... Nein, Moment. Doch, du heilst... dich... Er macht einen Zauber, nämlich Knirsch. Und du machst noch einmal... Du machst einen Kriegsschrei. Vielleicht hört er dann auf. Komm schon.
Lass dich nicht beeindrucken. Ich glaube, der will gar nichts machen, ey. Der ist doch voll scheiße. Der will gar nicht. Der ist voll immun gegen alles. Dieser blöde Whisket wollte ich gerade nehmen. Leviathan. Mann, no. War egal, wir kriegen diesen schwebenden Fisch schon irgendwie hin. Und übrigens war er vorhin größer, ne? Das könnte mir jetzt aber nicht fair. What the fuck is going on? So, Ness, wie wär's denn mal mit einmal heilen hier auf Whisket? Wie wär's denn mal bitte einmal heilen hier auf Ness? Wie wär's denn mit einmal hier mit, Heilkraut haben wir ja auch. Können wir mal Baso heilen und du machst einfach mal. Achso, ja, war schlecht. Ja, dann greif mir dich mal an. 47 Schaden, okay. Ich stink wütend auf Baso. Ey, der hat dich doch einfach nur angegriffen. Okay, er macht gerade den meisten Schaden an dir, aber ist doch egal. Meine Güte, kommt schon. Flinkheit normalisiert sich, das ist nicht gut, das ist nicht gut. So, naja, so viel haben wir es auch nicht geheilt. Hätte vielleicht was anderes nehmen sollen. Scheiße eigentlich gerade. Greif Baso an. Ha! Ausgewichen, oh mein Gott, das war richtig krass gerade. So, du machst bitte einmal ein Zauber und zwar den Knack. Du heilst, obwohl nein. Zauber heilen auf dich selber. Du heilst dich auch selber. Er macht ein Multibeschleunigung und er greift einfach mal an. Das wird schon, Alter, ey, ich werde niemals. Er wird irgendwie immer stärker, glaube ich, das Gefühl. Oder was ist hier los? Wieso macht er denn so viel Schaden? Aber egal, das klingt doch eigentlich ganz gut. Flinkheit erhöht sich und so weiter, das ist gut. Heilst du dich selbst? Ja, du heilst dich auch selbst, die egoistischen Weiber hier. Lass mal gut die Kerle hier kämpfen. Das Zorn legt sich, okay. Obwohl, mach mal einen Knirsch. Du heilst bitte mal den guten Baso. Und, machst mal einen Knirsch, ja. Was machst du denn jetzt mal bitte? Buchsenöffner, ja, das ist ja eigentlich. Mach einfach mal angreifen, das wird, glaube ich, schon funktionieren. Du machst nur noch 48 Schaden. Eben hast du, glaube ich, mehr gemacht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Aber, ja, das wird schon werden. Dieser Kampf wird sich, glaube ich, ein bisschen in die Länge ziehen. Wird sich, glaube ich. Und heil ihn! Heil den Baso! Jo! Wen greifst du an? Wow, ganz, ganz ruhig hier. Ganz ruhig, wir wollen hier keinen Stress mit dir. Wir wollen keinen Stress. Wir wollen keinen Stress, mein lieber Abschirmung. Paar Odem-Angriffe. Was sind denn Odem-Angriffe? Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, ne? Ich weiß es gerade, ehrlich gesagt, nicht mehr. So, du machst einfach mal einen Knirsch. Und du machst mal ganz kurz ein Konzentrieren auf dich selber. Konzentrieren auf dich selber. Haha, genau. Die Konzentration steigt auf 5. Ja, kann man machen. Kann man machen? So, 29, Subi. Aber bitte halt es bitte ganz schnell, Whisket. Whisket darf nicht sterben, okay? Schnell! Dankeschön. Also ich habe immer Panik, wenn die so wenig Leben haben, ne? Wen greifst du an? Warum denn jetzt Lilian? Nur weil sie geheilt hat? Nur weil sie geheilt hat. Okay. Kannst irgendwie nur solche Sachen. Was kannst du sonst noch so? Ja, feuriges Solo wird dir ja kaum was bringen. Wir greifen einfach mal an. Du heilst einfach mal dich selbst. Und du machst eine Schwächung. Und du greifst an. Jetzt habe ich angreifen geklickt. Ich wollte eigentlich Propeller machen. Kritischer Treffer. Wow, das kann man machen. Dankeschön. Sehr höflich, was sie machen, ne? Nochmal ein kritischer Treffer. Alter, Leute, ganz ruhig. Chillt. Boah, ich muss so husten. Und mein Zimmer ist gerade richtig dunkel geworden, weil es ist halt 21.18 Uhr. Und das passiert dann um diese Uhrzeit. 31 Schaden. Damit komme ich klar. Damit komme ich klar. So, du wirst jetzt einmal bitte. Nee, du machst einfach mal Aufputsch auf Baso. Du heilst dich mal wieder selber. Und du machst einfach mal ein Knirsch. Und du machst auch ein Konzentrationsdingens. Weil du es auch so drauf hast mit deinen lila Dingens. Du Ushia-Dingens. Sharingan-Typ. Genau, das heißt Sharingan. So, Knirsch auf den bösen kleinen Buben. Damit er auch ganz dolle eisig wird. Ich glaube, er mag nicht so gerne. Nee, warte mal. Nicht auf Baso. Ey, du spinnst wohl. Du, das heilst du mal bitte. Heilen auf, Baso. Du machst einfach mal, greif mal an, ich weiß nicht, wie viel es bringt. Und du machst einen Knirsch. Und du machst, einen Propeller bitte. Einen Propeller bitte zum Mitnehmen. Dankeschön.
Pattern macht voll gut Schaden. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich Konzentration mache. Also wenn ich dran denke und ich dann aus Versehen normal angreife. Wow, 9 Schaden. Oh mein Gott, Lillian, was ist denn bei dir los? Okay, wie geil. Wir haben ihn besiegt ohne Schwierigkeiten. Also richtig geil. Wir sind voll gut. Ja. Lillian erreicht sogar Level Stufe 16. Ja, Talentpunkte. Wuhu. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung. Natürlich magische Medizin, das ist gut. Und Kampfstab, so. Ja, das klingt gut. Ja, danke. Steigt um 20 und lässt eine Schatztruhe. Und wir erhalten Smaragdmoos. Ich wollte schon immer mal Smaragdmoos haben, das ist voll cool. Lass du nun davon, wenn du da was so rumschwirbst ohne Genehmigung hier. Oh, Jonah lebt. Oh, was für ein Wunder. Ich fand es echt lustig, als er sie einfach so gefressen hat. Mir geht das gut. Was? Was hat sie gesagt? Euch geht's doch auch gut, oder? Ne, umarm mich bitte. Was nochmal? Oh mein Gott, nein! Halt, stopp! Nee, bitte tu ihr nichts. Nee, halt, stopp! Aber die gehört doch auch zum Bürgermeister Walters Lüth, oder nicht? Diese Stimme... Daddy, bist du's? Ich wette, das ist der Daddy. Vater? Vater! Mattes? Was zum Klabautermann? Was? Was ist denn verflippt nochmal jetzt los? Es tut mir leid, dass ich so ein Schlamassel gemacht habe. Liebe Lüth? Und Jonah, was ist Dürren? Keine Ahnung. Was ist mir auch bannig, leid, was du alles so ertragen musstest. Oh mein Gott. In dieser Sternnacht damals ging ich glatt über Bord und dann fiel mir diese goldene Frucht in eine Patschen. Ich war so gut wie erledigt und hielt mich daran fest. Und die ganze Zeit konnte ich nur an dich denken, Jonah. Ich habe dann gedacht, wie du ohne mich leben müsstest, wo du doch nur so klein warst. Ach so, die Frucht. Ach, wahrscheinlich unser Dings, unsere Fügen. Und dann starb ich doch mitten im Ozean, aber ich bin wieder auferwacht. Ich war gar nicht tot, sondern schwamm als dicker, fetter Walfisch rum. Yeah, das war vielleicht ein Schock. Ich dachte, ich habe die ganzen Fische doch nur für dich... ich habe die ganzen Fische für dich doch nur zum Tor aufgebracht. Damit du immer was zum Essen hast, meine Liebe. Ich hätte ja nicht gedacht, dass die ganzen anderen Dösbuddles auch so wild drauf sind. Dösbuddles. Cooles Wort, muss ich mir merken, nicht melden. Ich habe mich lang genug rund aufgehalten, aber nun ist genug. Komm nun, meine Liebe, wir verlassen das Dorf und diesen gierigen Bürgermeister. Du musst dir keine Sorgen mehr machen, mein Dörn. Von nun an tue ich mich um dich kümmern. Oh, Vater. Ich kann das nicht mocken. Ich will doch hier bleiben und beim Fischen helfen. Ich muss lernen, auf mich selbst aufzupassen. Ich hab mir deine Arbeit die ganzen Jahre angeguckt. Nun bin ich mal dran. Ich werde eine richtig gute Fischerbraut hier in Lapskausen. Du wirst auf mich stolz sein, Vater. Ich will auf dich auch so eine Fischbraut werden. Ich kann mich doch nicht immer nur auf dich verlassen, Vater. Nun muss ich doch auch mal was für mich alleine machen. Meinst du nicht? Jonah! Oh, Walter Junior! Walter Junior? Was machst du denn hier, mein Lieber? Geht's dir gut? Es tut mir leid, dass du mit meinem Vater... Ich hab mich gesorgt um dich. Ich muss dich einfach sehen. Das ist dein Vater, nicht? Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde auf eure Tochter aufpassen, wenn ich groß bin. Oh, wie süß ist das denn? War das gerade ein Heiratsantrag? Walter Junior. Es war vielleicht lieb, dass du Livia dran geworden bist, um mir zu helfen, Vater. Aber ich kann nun auch alleine klar. Jonah. Ich habe mir so viele Gedanken über meine liebe Tochter gemacht, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass sie schon eine feine junge Frau ist. Da hätte ich wohl mal besser hingucken sollen, dann hätte ich hier nicht zum Schlamassel angestellt. Ich weiß nun auch nicht, dass ich mich auf dich verlassen kann, meine Dörren. Ach so, ich weiß nun, ich war immer noch
Ich werde immer nach dir gucken. Ich wünsche dir viel Glück auf deinen Weg, meine Tochter. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Alles klar. Wir sehen uns später, Captain. Ja. Okay. Und denk dran. Ich war immer bei dir, meine Liebe. Immer. Schau mal, Ness. Eine Füge. Ja, essen endlich mal wieder. Ness erhält eine Füge. Yay. Finde ich cool. Ich bin euch sehr dankbar. Ihr habt den ganzen Leuten im Dorf einen großen Gefallen getan. Ja, so, na, wollen wir nun zurückgehen? Jo. Oh, ihr seid so süß. Heiratet bitte. Ich will zur Hochzeit kommen. Ness kehrt zusammen mit den anderen und der gerade gefundenen Füge zurück nach Lapskausen. Dann am folgenden Morgen. Hochzeit. Ja. Oh mein Gott. Oh, ihr seid schon wach. Ich wollte mich nochmal für eure Hilfe bedanken. Ihr seid wirklich aus hartem Holz gemacht. Bin ich groß, möchte ich auch so sein wie ihr. Weiblich? Ich werde mich um Jonah kümmern und ihr werdet dafür sorgen, dass sie nie wieder einsam ist. Und ich, ach so, ist doch so, dass alle sagen, dass ich so ein tapferer... Was? Aber sie ist doch immer noch so eine... Weiß ich nicht. Und mein Schwert geht durch das Schild, glaube ich. Oh, das habe ich fast vergessen. Sie ist heute verkehrt. Sie ist... Sie hat... Was? 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 Dürfte ich wissen? Ah, Truhe. Immer noch. Hallo, ihr könnt mir vertrauen. Ich werde schon nichts daraus nehmen. Alles gut. So, was wolltet ihr mir sagen? Was ist heute los? Zieht sie zu euch ein? Rein? Ach da, sie fährt heute los. Ach so. Hier was wird sich wobei einiges ändern? Ich muss nun wohl alles lernen über die See und die Küste und so. Was? Und ihr kümmert euch am besten um euch selbst. Guckt mal wieder hin. Hier seid ihr in Lapskausen. Immer willkommen. Und nicht vergessen, Jonas. Sie ist unten am Strand und flickt die Net. Net. Was? Flickt die Net? Ach, das Netz. Alter. Leute, chillt. Wo ist mein A? Oh, moin. Ich wollte mich nur nochmal bedanken. Ich war schon bang, was die Leute wohl sagen werden, dass ich nun nicht mehr Livia dran rufe. Aber das ist in Ordnung und so. Ich habe das zwar mit eigenen Augen gesehen, aber fassen kann ich das immer noch nicht. Die ganze Zeit war mein Vater dieser Livia hier dran. Mein Vater. Als ich ihn da so gesehen habe, war mir egal, ob er nun ein Seemonster ist. Ich wollte nur bei ihm bleiben. Aber das Lamentier hilft dir auch nicht weiter nicht. Nun ist er weg. Das ist okay. Auch wenn ich ihn vermissen tue. Und nun muss ich nur stark gedörren sein. Mutter und Vater beschützen mich schon. Und Walter Jr. ist ja auch ein feiner Kerl. Übrigens, darf ich jetzt gehen oder was soll ich tun? So, ich muss mal ein bisschen tüdeln und... Oh, Mann, so geht das nicht, oder? Puh, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Okay, ich würde mal sagen, ich speichere und dann... War es das auch mal wieder hier? Oh, mein Gott, was bist du? Der Gott der Meere, der dem Dörp dient... Psst. So, alle Lebewesen sind Kinder des Allmächtigen. Und ich möchte bitte einmal speichern. Alter, Whisket, du musst unbedingt leveln. Oh, mein Gott, Whisket, ja. Das Abenteuerbuch wird gestartet und gespeichert. So, und dann würde ich mal sagen, wir machen dann im nächsten Part weiter und ich hoffe, es macht euch immer noch Spaß. Wenn ja, dann freut es mich. Auf jeden Fall, ciao.